Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Zurück auf Taris. Wir sind wieder auf Taris. Wir haben sogar den Eingang gefunden. Und würde sagen, wir beginnen uns gleich mal auf den Weg. Ja. Auf jeden Fall, was haben wir das letzte Mal gemacht? Letztes Mal war unser Special, ne? Ja. Ja, so Bullshit. Das war nicht ganz Bullshit. Das war komisch. Das war komisch. Hoffen wir, es hat euch trotzdem gefallen. Zumal. Ganz zufällig und wir. Ja. Die Grauen, das sind die, die er angegriffen hat. Ja, du kannst weitergehen. Wir gehen hier runter. Komm, 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 komm. Der Lift geht runter. Komm, schneller. Ja gut, das reicht wieder nicht. Das reicht nicht. Das reicht? Nicht so wie das letzte Mal. Letztes Mal hat es dich verstrichen. Ja, das war Absicht. Wir hatten kurz zur Aufklärung, als wir auf dem Weg hierhin waren, mussten wir bei der Dornbasis, ne? War das noch auf Taris? Dann ich stehe so beim Lift und... Ne, auf Hof, genau, ja. Und dann ich so, ja, ich warte beim Lift und da kommt er angerannt und springt einfach runter. Aber der Lift war noch ganz unten. Und ja, und das Schöne war dann, ich habe ihn wiederbelebt und ich gehe so runter und ich so, komm, schnell, 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 schnell. Und es hat, nee, er hat... Wollte dann nicht kommen. Ja, von Lichtschwertern. Die Mitarbeiter lassen wir mal verschont, ausnahmsweise. Ja, die müssten weiter schuften. Die können nicht einfach aufhören. Gesundheit. 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 Ich habe Gesundheit gesagt. Nicht? Da hier ist eine Kiste, die will ich öffnen. Plündern. Ich erhalte den Ranzen mit Werkzeugmaterial. Durch das kleine dezente Tor. Immer langsam. Ihr habt die ganzen Soldaten. Wir sind keine Kämpfer, nur einfache Bergarbeiter und obendrein nur Angeheuerte. Wo ist General Fräker? Er ist der Aufseher, aber er packt nicht selbst mit an. War seit Wochen nicht mehr da. Werdet ihr ihn töten? Warum seid ihr so neugierig? Hey, ich bin nicht auf Ärger aus. Glaubt mir, die Bezahlung der Republik ist zu schlecht, um mich euch in den Weg zu stellen. Wenn ich den stillen Alarm auslöse, kommt Fräker mit seiner persönlichen Wache hierher. Wenn ihr das wirklich wollt, kann ich ihn herholen. Löst den Alarm aus. Alles klar. Bitte, schon erledigt. Der General wird hergerufen. Bitte, lasst uns einfach leben. Was meint ihr, wie lange das dauern wird? Ich schätze, der General hält sich nicht gerade in der Nähe auf. Könnte eine Weile dauern. Ich hätte sie auch töten können. Feind gesichtet, Captain. Angriffsmodus 077. Männer, ausschwärmen! 077! Bereit machen zum Eingriff! Wartet auf den Befehl des Generals! Vorarbeiter warnen.
Es war gut, den stillen Alarm auszulösen. Ihr zeigt ungewöhnliche Gnade, Sith, indem ihr Varl und seine Mannschaft am Leben lasst. Ich bin General Elaxis Felka vom Republikanischen Strategiekommando. Euer Vorgehen hier stellt einen Bruch des Vertrags von Coruscant dar. Wir haben das Recht, euch zu töten. Ergebt euch. Der Vertrag von Coruscant bedeutet mir nichts. Das erklärt eure Dummheit, hierher zu kommen. Es ist wirklich Pech, dass ihr unsere Pläne aufgedeckt habt, aber es macht keinen Unterschied. Die Räder sind bereits in Bewegung. Unsere neue Technologie wird der Republik die waffentechnische Überlegenheit sichern. Und ich bin bereit, mein Leben für die Verteidigung dieser Einrichtung zu geben. Unsere Ziele stimmen überein. Ich bin bereit, euer Leben zu nehmen. Männer, kämpft bis zum Tod! In der Tod... What the f... Okay. Das war speziell. Ja, der hat schon mal ein bisschen mehr, aber trotzdem. Irgendwie hat er mehr Power als Sesh, kann das sein? Ja. Aber ich will noch. Aber, wo sind die Minenarbeiter hin? Aber, weg. Hallo, wo sind die Minenarbeiter? Ich hoffe, du kannst weg. Mithören. Oh, Ohr nah dran halten. Ja. Zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Ich würde da mal sagen, wir gehen raus. echt? Nö. Du musst wahrscheinlich eh nur durch dieses kleine Tor. Ja, und dann macht's Boom. Ja. Jetzt habe ich. Boom? Ja, hat Boom gemacht. Bei mir hat's Boom gemacht. Bei mir hat's nicht Boom gemacht. Du kannst rein? Ich konnte nicht rein. Ich kann nicht mal mehr rein. Okay. Gut, ich habe wieder ein Holo-Gespräch, ne? Oh. Ganz nah lauschen. Ohr dran halten, ne? Genau. Nein. Ja, der Moff hatte mal das Gefühl gehabt, er könne einfach... wie soll ich sagen? Er hat seine Armee, die... Ah, ich komme nicht aufs Wort. Er hat einfach angegriffen und obwohl wir es ehrlich verfolgen wollten, die andere. Okay, stopp. Ja. Ich wollte gerade sagen, schweißfreies Service? Ah, ja, stimmt. Wolltest du gerade sagen. Soll ich helfen? Ja, nee, ist schon okay eigentlich. Ich will aber leveln. Ich brauche EP. Du brauchst EP? Immer. Gib mir EP. Gib mich. Oh. Stehende Leichen. Stehende Leichen sind stehen. Boah, was ist denn gerade mit meinem Hals los? Meine Güte. Wo müssen wir hin? Gleiterposten? Imperiale Sanitätsdrohne, gehen wir mal dorthin. Bitte was? Zum oberen der Schnellreise, weil so wie es aussieht, müssen wir dort nach oben. Nach oben rechts. Was? Geh einfach nach oben. Giftseegarnison. Ja, ging zu Gift. Okay, ich gehe zu Giftsee. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt, sagt es mir. Oh. Ist sogar richtig. Oh. Komm hier auch raus. Was? Wo bist du? Da?
zeige alle autorisierten Ziele. Das bist ja nicht du. Wo bin ich? Wo bist du? Ich bin zur Giftsee gegangen. Ich bin am Giftsee, ich stehe vor dem Transporter. Warte, ich komme. Ah, ich bin drinnen. In der Kantina, ja, dann sag das doch. Die Zerstörung von Taris hätte ich komm raus. Da! So. Können wir eine Schnellreise dorthin machen, weil sie wäre ja noch nicht freigeschaltet. Wo ist der Dude da drüben? Boah, geht's? Ja, nee, alles gut. Ja, nee. Ja. Also, zu Grenzzugriffsposten Gleiter. Das ist die nächste gleich rechts oben. Ja, hab's gesehen. Irgendwie, ich bin so ein bisschen verspannt. Wow. Irgendwie hab ich zum Beispiel auch einen Frosch im Hals. Warum hast du einen Frosch im Hals? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Also, ehrlich? Der ekelhafte Frosch. Ja. Wie kannst du nur? Ehrlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es mir einfach mal erlaubt. Einen Frosch zu essen oder zu schlucken. Ja, genau. So, jetzt sind wir gleich da. Im Grenzangriffsposten. Genau. Kürzester Name. Und wenn ihr übrigens im Hintergrund, das habe ich schon in der letzten Folge, als ich noch alleine war, kurz noch gesagt, wenn ihr es bei mir im Hintergrund fast zu sagen ein Geballer hört oder ein bisschen Unruhen, das sind Feuerwerkskörper, denn momentan wird bei uns in unserem Gebiet der Nationalfeiertag gefeiert. Obwohl es ist der 31., obwohl es noch nicht der 1. August ist, aber wird am 31. momentan gefeiert. Denn dann sind auch die Leute meistens noch ein bisschen länger in den Festwirtschaften und alles drum und dran. Aus diesem Grund. Was? Nichts, alles gut. Nee, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ja, es ist okay. Ist okay, gut. Dann musst du dir wohl das Video nochmal angucken. Was? Das ist ja gemein. Muss ich mir das noch aufschreiben? Was hat Gabe gesagt? Ja, auf jeden Fall. Nicht Sorgen machen, es ist keine Schießerei. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, also wirklich. Aber wir sind ja nicht in der Türkei, wo man sowas befürchten müsste. Der Typ. So plötzlich sind die Kommentare, der Typ ist ja voll krank, der ist in ein Tier- und Kriegsgebiet gezogen. Boah, was ist denn mit dir los? Hust. Die sind ja ekelhaft, diese Ragule. Mein Frosch im Hals ist auch ekelhaft. Ja, vielleicht hast du einen Ragul im Hals. Boah, darüber habe ich nicht nachgedacht, aber das wäre ja wieder eine wilde Theorie. Wilde Theorien live, hier bei SWTOR. Oh Mann, ey. Und das alles in Farbe. Live und in Farbe, ne? Wieder ein stehender Toter? Ja, es stimmt, so ein Knie in der Ehe. Und das ist ein Lift, ne? Und Chester Wilson springt einfach mal runter. Ist eigentlich gar nicht so tief. Könnte man eventuell überleben. Könntest du eventuell mal versuchen. Probier mal. Willst du nicht probieren? So ist es immer so das Abschätzen, ne? Ich lebe noch. Ich auch. Jetzt mach heil. Erstmal Hass kanalisieren. Zürnen, wenn ich bitten dürfte. Nee, Hass kanalisieren. Nein, zürnen. Ich kanalisiere aber meinen Hass. Um ja, ich zu heilen. Zürne mich. Den Hass dich zu heilen. Den Hass. Wow. Irgendwie ein bisschen komisch. Ja, stimmt. Chessa fliegt bei mir. Die steht dort in der Luft. Im Himmel, ne? Ja. Bei dir auch? Ja, hier so, ne? Ja. Wie bei mir. Ja, alles klar.
Jo, wir kommen gleich wieder, ne? Ah, jetzt ist sie. Ja, jetzt ist sie wieder normal. Der sieht cool aus. Der hat eine coole Rüstung. Klau sie ihm. So Skyrim-mäßig so schleichen und dann die Rüstung klauen. Nicht ja, gemerkt, genau. Ne? Nein. Anscheinend sind wir hier nicht willkommen. Das sehe ich anders. Siehst du das anders? Wir machen uns hier nur gemütlich, ne? Ja, genau. Wir sind ungern beobachtet, oder? Ja, stimmt. Ich werde nicht gerne beobachtet, wenn das heißt wilde Theorien live bei SWTOR. Kann man gut nachvollziehen. Das sind schließlich unsere Theorien, ne? Ja. So, wie viele müssen wir? Weiß ich nicht. Vier. Ach, du machst das schon. Das ist ja okay. Dann kann ich währenddessen die Schildersteuerung runterfahren. Mach das. So. Jetzt noch eine. Sollen wir denn alle runterfahren? Ja, also noch eine muss ich runterfahren und das ist die da drüben. Also es sind nicht mehr so allzu viele. Ja, fahr die mal runter. Fahr die mal runter, hau mal was dagegen. Wie fährt man die runter? Hau einen Stein dagegen! Ja, so ungefähr nach dem Motto, stimmt. Ja, so funktioniert das eben. Ach ey. Och, komm schon. Leute, hört uns mal auf anzugreifen. Wir machen doch gar nichts. Ihr habt sowieso keine Chance. Aber wir machen ja auch nichts eigentlich. Nee. Wir sind eigentlich die lieben Sif hier. Die grundsätzlich niemandem was antun. Hey, auf jeden Fall ich. Der liebe Sif bin ja wohl ich. Ja. Von uns beiden zumindest. Ja. Nee, du bist kein Sif, du bist eigentlich ein Jedi. Ja, ich bin ein Jedi, der dunkle Seite praktiziert. Ja. Eigentlich schon. Ein Jedi der dunklen Seite. Ein dunkler Jedi. Ein dunkler Jedi? Oder ein heller Sith? Sucht es euch auf. Was wilde Theorien live hier bei SWTOR. Ich meine aber, es würde dann offiziell dunkler, grauer Jedi heißen. Grauer Jedi. Nee, ich glaube ernsthaft. Wirklich? Ich meine, die offizielle Bezeichnung dafür wäre grauer Jedi. Grauer Jedi, okay. Ja, wir werden die auch vollkommen daneben liegen, was sehr wahrscheinlich ist. Wir werden es herausfinden und das zwar in Staffel 2. Also, ist das ein Teaser? Weiß ich nicht, aber vielleicht etwas zum Auspiepen. Wow. Was? Welch eine... Okay, das war irgendwie was? Ich hab's noch gar nicht so realisiert, irgendwie. So, hä? Jemand hier muss sterben. Saya tupi nu avatikuna. Chidu nikti togi. Woher soll ich wissen, dass das der Wahrheit entspricht? Der Energiereaktor wird sich in 5 Minuten selbst zerstören. Ich werde euch einfach töten und Minst später selber jagen. Der Energiereaktor wird sich in 4,5 Minuten selbst zerstören.
Für euch ist es bereits zu spät. Murshani no solo. Oh, mal wieder ein Countdown. Mal wieder ein Countdown. Und der hat aufgehört. Mal wieder ein Huster. Gesundheit. Bei mir hat der Countdown aufgehört. Bei mir auch. Miep, miep, miep. Und weg. Und Ende. Ist halt stumm geschaltet, ne? Ja, ist wieder stumm geschaltet eigentlich. So, und da zum Reaktor-Interface. Codesequenz für Kammer wird geladen. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Codesequenz für Kammer initiiert. Na toll. Wenn der Betrüger sich geirrt hat, was die Zeit betrifft, werden wir jetzt in Stücke gerissen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 45 Sekunden. Leute, der Feind dringt in die Notschutzkammer vor. Beseitigt den Sith und wir können die Explosion in der Kammer überstehen. Wenigstens müssen wir nicht mehr Däumchen drehen. Machen wir die Idioten kalt. Okay, halten wir fest, wir hatten 45 Sekunden Zeit, ne? 45 Sekunden und, ja. Wir sollten jetzt keine Minute haben, also lassen wir uns mal Zeit. Explodiert da auch was? Ich würde sagen, wir diskutieren erstmal mit den Soldaten. Ja. Können wir nicht einfach eine friedliche Lösung finden? Moment. Was? Wie jetzt? Aus deinem Mund? Nee, natürlich nicht. Töten ist doch immer wieder aufregend. Hoffentlich war das nicht das letzte Mal. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 10 Sekunden. Können wir jetzt 10 Sekunden warten? Keine Angst, noch sterben wir nicht. 8, 7. Codesequenz für Kammer vollständig. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 5 Sekunden. Kammersperre wird gelöst. 4. Luftschleuse der Kammertür wird geöffnet. 3. Kammer ist offen. 2. Schnell, da rein! Unsere Feinde werden dafür bezahlen. Kunachuta, Kasa Yali Koirado Kanki Kong. Tutti pona pona, manci kabok nonni slemo. Kaptulia da pota tuanti wanki slemo payuta changa. Euer Ratgeber ist gleich sowieso tot. Ja porco ut mangisa ti mi tizarona kapana. Ni ompi but malia peduana ni opni bobo cep chupa goma. Chiliska chenaga ima che choran chike. Dann muss ich euch eben töten. Zum Trost. Oh. So, und wieder ein Holo-Gespräch. Ja, ich halte mal wieder mein Ohr dran und denke, ich kann nicht zuhören. Aber wenn du das nur ganz nah dran hast, hörst du vielleicht was. PS4, ja. Ich habe General Durans Bataillon aufgespürt. Meine Tarnkommandosoldaten waren auf einer Aufklärungstour und haben sein Versteck gefunden. Ein ganzes Bataillon bewacht den Komplex. Sie errichten ein Perimeter aus elektronischen Verteidigungen rund um den General. Schickt mir die Koordinaten. Koordinaten übertragen. Meine Jungs und ich konnten das Perimeter durchbrechen, bevor sie die Systeme aktiviert haben, aber wir wurden entdeckt. Wir werden beschossen. Sind in der Unterzahl. Wir sollten sie lange genug hinhalten können, bis ihr hier seid, aber das war's auch schon. Ich werde ein Scheitern nicht akzeptieren, Lieutenant. Wir tun, was wir können. Schaltet die Verteidigungssysteme aus. Wir werden die Position für euch halten.
Im schlimmsten Fall werden unsere Überreste ihren Angriff verlangsamen. Ich bin stolz, euch gedient zu haben. Peace, Ende. Guter Soldat. Ach, als ob der drauf geht. Warum nicht? Ach, nein. Wilde Theorien. Wir retten ihn noch rechtzeitig. Ja, wilde Theorien reif, genau. So, aber wir nehmen uns erstmal Zeit, ne? Ja, würde ich sagen, ne?